gehabt, habe ich mal wieder bei Lebensmittel Sonderposten bestellt. Und rausgekommen ist diese riesen, also so ein riesen Karton voll. Wir reden gar nicht lange rum, sondern ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich greife wie immer einfach wild rein und ja, fangen wir mal mit dem ersten Teilchen an. Und zwar ein riesen Ding. Jetzt wird es ein bisschen laut. Und was seht ihr? Ihr habt mir diese riesen Packung Marshmallows von Haribo gekauft. Und zwar, das sind lauter so kleine. Und zwar, ich habe mir gedacht, das wäre ganz cool, wenn wir an Heiligabend, also will ich die mitnehmen, weil mein Bruder kommt aus München und meine Mama und ihr Freund sind da. Und ja, da habe ich mir gedacht, weil die trinken immer gerne Espresso. Und mein Bruder und ich, wir aber überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, für mich nehme ich noch eine heiße heiße Schokolade mit und von David. Und ja, da kommen die Teilchen hier oben so drauf. Und ja, da freue ich mich tierisch drauf und ich hoffe, mein Bruder auch. Dann das nächste Produkt, wo ich mir dort gekauft habe, beziehungsweise bestellt habe, ist das hier. Das fand ich super ansprechend. Und zwar Starbucks Veranda Blend. Und zwar ein 100% Arabica Kaffeepulver. Fand ich so ansprechend und es war mega günstig. Deswegen dachte ich mir, bestelle ich mir das auch mit. Dann das hier habe ich noch mitbestellt. Und zwar von Hitchler, diese Schnüre. Die mag ich ganz gerne und deswegen dachte ich mir, nehme ich mir die mal mit. Ja, ebenfalls, jetzt muss ich mal hier ein bisschen rascheln. Ebenfalls bestellt habe ich mir hier diese Honigbonbons. Die fand ich auch ganz interessant. Ich finde, zu der Jahreszeit kann man sowas immer ganz gut zu Hause haben, wenn ich Halsschmerzen bekomme oder irgendwas. Dachte ich mir, wären so gefüllte Honigbonbons ganz gut. Deswegen habe ich mir die noch mitbestellt. Ganz interessant fand ich auch das hier, das habe ich nicht gekannt. Und zwar Starburst heißt das Ganze, Family Size Minis. Und zwar, das sind so kleine Kaubonbons, wenn ich es richtig verstanden habe. In diesen Geschmacksrichtungen, da hinten ist alles abgezeichnet. Ja, bin ich total gespannt, wie die so sind. Also wie ihr merkt, ich bestelle hier bei Lebensmittel Sonderposten ganz gerne so spezielle Sachen, die ich nicht überall so bekomme, wie diese Riesenpackung Marshmallows. Natürlich dann an Weihnachten der Riesenschrei, wenn ich das mitbringe, dieses Riesenteil. Oder auch der Kaffee, den fand ich interessant. Und diese anderen zwei Produkte kenne ich eben auch nicht. Und genauso geht es auch weiter. Das hier fand ich auch ganz interessant und spannend. Und zwar Stroopwafels. Stroopwafels. Keine Ahnung. Irgend so holländische Waffeln gefüllt mit Sirup irgendwie. Ja, fand ich auch ganz interessant. Deswegen habe ich es mir mal mitbestellt. Dann ganz interessant fand ich hier von Jochen Schweizer. Coco Bar Kakao, die haben glaube ich nur 40 Cent gekostet oder so, deswegen habe ich es mitbestellt. Also das habe ich schon öfters gesehen und es war relativ teuer. Und ja, für den Preis dachte ich mir, kann man sich das ruhig mitbestellen. Die Preise kann ich euch gerne danach noch nennen, wenn ihr Lust habt. Genau, diese Soße habe ich noch mitbestellt und zwar diese Buss-Eis-Soße Smoky Chiptail, rauchig scharfe Barbecue-Soße. Ja. Genau, also da bin ich sehr drauf gespannt, wie die schmeckt. Ich glaube, ich habe sogar noch eine zweite bestellt. Oder nur eine. Ne, ich glaube, ich habe nur eine bestellt, weil die zweite hat mich dann vom Geschmack her nicht so angesprochen. Dann habe ich mir noch was mitbestellt und zwar das hier. Vanille Cappuccino. Ich liebe Vanille Cappuccino, weiße Cappuccino. Und ja, das sind so einzelne Portionsbeutel und die nehme ich immer ganz gerne für die Arbeit und ja. Deswegen habe ich mir das auch mitbestellt. Interessant fand ich auch von Dextro Energy diese Bonbons. Und zwar, die sind gefüllt mit Traubenzucker. In der Geschmacksrichtung Zitrone. Fand ich auch ganz interessant. Ja, genau, wie die so sind. Sind nur 55 Gramm, waren aber auch nicht so teuer. Deswegen habe ich sie mitbestellt. Dann ein weiteres für mich interessantes Produkt ist das hier und zwar Stimorol zuckerfreie Kaugummis, also mit so Füllung. Ja, fand ich ganz interessant. Ja, wie gesagt, Wassermelone,
glaube, das sind drei Packungen drinnen, genau. Drei so einzelne Packungen. Bin ich auch sehr gespannt, wie die schmecken. Ihr wisst ja, Wassermelone ist voll mein Ding. Dann habe ich hier noch was bestellt. Das fand ich auch ganz spannend. Habe ich so nicht gekannt. Und zwar Swedish Fish Mini Tropical. Genau, hier hinten stehen noch die Geschmacksrichtungen. Ganz spannend. Und zwar Pina Colada, Tropical Island, Beachy Punch und Passion Fruit. Ja, also die schmecken bestimmt ziemlich genial. Bin ich ganz neugierig drauf. Dann habe ich hier noch eine große Packung von Gummibärchen gefunden. Da habe ich auch wieder die Wassermelone angesprochen. Das sind so Walfische und die sind gefüllt mit Himbeere und mit Wassermelone. Und da oben ist noch eine Banane. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Das kommt jetzt aus Spanien, genau, diese Marke. Dann habe ich das hier noch gefunden, fand ich auch super spannend. Und zwar das Ganze heißt Hot Tamales, ein Cinnamon Candy hier oben steht. Also das Ganze schmeckt irgendwie feurig nach Zimt. Und das ist ein Produkt aus den USA. Ich glaube, wie gesagt, das sind meistens Niederlande, USA, UK. Das müsste, denke ich, Niederlande sein. Ja, Niederlande. Das hier. Deutsch. Genau. Dann das hier fand ich auch noch ganz spannend. Hatte ich mal wieder Lust drauf. Und zwar diese Haselnut Happy Hippos. Ja, die finde ich ganz lecker und die war auch mega günstig, deswegen habe ich sie auch mitbestellt. Dann habe ich hier M&M's gefunden, fand ich auch super spannend, und zwar Brezel. Fand ich so genial und wollte die unbedingt probieren. Ich weiß auch gar nicht, woher kommen die. Ich würde mal sagen Amerika. Sieht zwar jetzt nichts, aber ich würde sagen, die sind American Candies. Steht auch drauf, Pretzel, Crunchy, Salty and Sweet. Ja, also da bin ich neugierig drauf. Dann habe ich noch eine zweite Variante mitgenommen, und zwar diese hier. M&M's Caramel. Fand ich auch super spannend, weil die anscheinend so mit flüssigen Karamell sind. Das ist ebenfalls dann aus den USA und auch hier bin ich sehr, sehr gespannt. Also es sind so kleinere Größen, wie ihr seht. 40 Gramm sind da drinnen in so einem Teilchen, aber zum Probieren finde ich es immer voll in Ordnung. Dann habe ich mir tatsächlich schon einen gemobst, und zwar, das fand ich so spannend, Snickers Peanut Butter, genau. Und da habe ich auch schon einen Riegel mir genommen, der andere ist für meinen Freund. Genau. Sehr gut. Also es sind so quadratische Riegelchen, zwei Stück, wie ihr seht. Und ja, fand ich super lecker und ich bin gespannt, was mein Freund sagt. Ich werde ihm so ein kleines Set für Weihnachten zusammen machen mit so ausländischen Goodies. Und ja, mal schauen, was er sagt. Dann habe ich hier sogar noch einmal M&M's mitgenommen. Genau, die habe ich auch extra für meinen Freund mitbestellt. Und zwar, das sind M&M's Huge Brownie. Und mein Freund, der mag so Brownie-Sachen. Ich mag es nicht so gerne, aber deswegen habe ich sie ihm mitbestellt. Dann noch KitKat. Und zwar zwei ganz spannende Varianten. Und zwar einmal diese hier. Birthday Cake fand ich super spannend. Kommt aus USA, also wieder USA Candies. Und das fand ich auch total spannend. Kit Kat Apple Pie. Limited Edition und kommt ebenfalls aus den USA. Bin ich auch sehr gespannt. Das ist im Aufgebraucht. Video hört ihr natürlich dann wie immer mehr über die Produkte. Dann habe ich hier noch ein Produkt, das hat mich auch total angesprochen. Ich würde mal vermuten, ebenfalls Chicago, genau, USA Candies. Und zwar Sweet Tarts Original. Ich weiß nicht, Ami-Profis kennen das wahrscheinlich, ich kenne das nicht.
Interessiert mich aber total. Schaut aus wie so, ich weiß nicht, wie so Traubenzucker in verschiedenen Farben. Ja, bin ich total gespannt, wie die schmecken werden. Dann habe ich noch mal ein Produkt mitgenommen, und zwar für die Arbeit. Das hier fand ich auch super spannend, und zwar von Nescafé Gold Almond Macchiato. Und zwar löslicher Bohnenkaffee mit Mandeldrink. Vegan, eine leckere Alternative zu Milch. Das hat mich einfach angesprochen, das habe ich auch nicht gekannt, das Produkt. Ich weiß gar nicht, ist das ein deutsches Produkt? Schauen wir mal, ob ich es finde. Ja, sorry Leute, also ich glaube, ich finde jetzt da gerade nichts. Ich würde mal sagen, es ist ein deutsches Produkt. Genau, Nestle Deutschland, Frankfurt am Main. Ja, also anscheinend ganz normal deutsches Produkt. Ich habe es noch nicht gekannt. Vielleicht kennt ihr das schon, also ich bin gespannt, wie das schmeckt. Anscheinend auch so einzelne Portionsbeutelchen. Genau, hier sieht man es, das sind auch so einzelne Beutelchen. Heißes Wasser, also perfekt für die Arbeit. Und ja, wie gesagt, aufgebraucht Video hört eben mehr davon. Dann habe ich mir hier noch was mitbestellt. Ihr wisst ja, ich liebe weiße Schokolade. Und das hat mich auch angesprochen. Und zwar Biscuit Fingers heißt das Ganze. Also es ist ein Keks in der Mitte drinnen und außen ist mit weißer Schokolade, crunchy and delicious, steht da drauf. Jetzt weiß ich nicht, woher das Produkt kommt. Ein niederländisches Produkt. Das hier kommt aus den Niederlanden. Also wie ihr seht, das ist echt, finde ich immer super spannend, dort zu bestellen, weil man wirklich aus allen möglichen Regionen der Welt irgendwie Süßigkeiten bekommt. Also ich finde es ganz cool. Dann auch das fand ich super spannend, habe ich hier auch noch nicht gesehen, und zwar Oreos Peanut Butter. Geil, oder? Also das fand ich auch super cool. Ich weiß auch gar nicht, woher die kommen. Vielleicht findet man da auch was. Hergestellt in der EU Schweiz. Das hier kommt aus der Schweiz. Super spannend. Also habe ich auch noch nicht gekannt. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Produkt. Und zwar für mein Auto habe ich noch was mitbestellt. Und zwar, ich liebe diese Duftdosen. Und ja, das ist Tropical Fruits. Und ja, das habe ich mir für mein Auto mitbestellt. Das waren jetzt die Sachen. Ich habe gesagt, wir gehen noch kurz auf die Preise ein. Das könnte den einen oder anderen interessieren. Also, die Soße kostet 1,59 Euro. Die KitKat hier kostet 1,59 Euro. Gut, das ist jetzt nicht so günstig, aber. Ja, fand ich jetzt ganz spannend. Der Happy Hippo Snack 1,50 Euro, das finde ich ganz cool. Diese Duftdose, das ist auch nicht so günstig. Wo habe ich sie hin? Diese Duftdose 2,50 Euro, aber ist voll in Ordnung. Weiß auch gar nicht, ob das die amerikanische Variante ist. Das wäre natürlich mega geil. Aber ich glaube, nee, das ist so eine normale Variante. Also da finde ich jetzt nichts. Ich kenne doch bestimmt diese amerikanischen Dosen. Ja, ist in Deutschland hergestellt und die sind ja richtig geil vom Duft her, die Cherry-Duftdose zum Beispiel. Aber gut, wie gesagt, das wollte ich so mitbestellen. Dann der Starbucks-Kaffee, der hier, kostet 2,50 Euro, finde ich auch voll in Ordnung. Also fand ich einfach mega spannend. Dann den Vanille-Cappuccino, der hier. Kostet 1,29 Euro, finde ich auch mega okay. Der hier kostet 1,59 Euro. Dann der Riesenpack Haribo, 5 Euro. Dann von Jochen Schweizer diese Schoko-Dinger, hier diese da. 10 Cent, Leute, 10 Cent, unglaublich. Ja, Wahnsinn. Dann die Starburst Kaubonbon. Gott. Keine Ahnung, diese Starburst-Teile auf jeden Fall 1 Euro. Dann Dextro Energy Bonbons 79 Cent. Sweet Tarts 1,59 Euro. Die Zimtteile 1,69 Euro, die Swedish Fish Mini Fruchtgummis 1,59 Euro, die M&M's Brezel Chocolate Candy und Crunchy Peanut und Fudge Brownie jeweils 1,69 Euro. Dann
Ah, Crunchy Peanut sogar nur. Ah, nee, stimmt gar nicht. Ach, wo sind sie denn? Brownie, Brezel, ja, 1,69, genau. Dann Snickers. Kostet 1,59 €, aber wie gesagt, ich wollte es unbedingt probieren. Dann die Butterwaffeln mit Sirup. 1,89 €. Die Wale gefüllt kosten 1,59 €. Die Gummibärchen, Stimorol, Kaugummi, 49 Cent nur. Voll geil. Dann diese weiße Schokoladekekse, 1,19 €. Die Honigbonbons, 99 Cent. Oreo-Doppelkekse, Peanut Butter, 1 € nur, finde ich voll gut. Und ja, die M&M's hatten wir schon. Genau, das war's gewesen, meine Hübschen. Fand ich so cool. Und ja, vielleicht ist es ja für euch auch interessant. Ich versuche euch mal den Link unten in die Infobox zu setzen. Dann könnt ihr da auch mal bestellen. Also wir haben echt immer ganz, ganz, ganz tolle, günstige Sachen. Und ja, ich finde es mal ganz spannend, dort zu bestellen. Die Lieferung klappt immer sehr, sehr gut. Es ist bisher noch nichts kaputt gewesen. Und ja, probiert es einfach mal aus und stöbert doch mal auf der Seite rum. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ich hab euch.